Und nun wagt ihr es, mein Reich zu betreten. Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ich bin extrem gehypt gerade Leute, denn es gab einen Leak zum Release-Datum von The Burning Crusade Classic. Am 4. Mai soll die ganze Geschichte weltweit released werden und wir werden uns heute den kompletten Leak mal genauer anschauen. Ja, ich bin unglaublich gehypt. Burning Crusade ist meine absolute Leidenschaft und zur Feier des Tages verlose ich einfach mal 15 Euro Battle.net-Guthaben. Direkt hier unter dem Video in den Kommentaren könnt ihr mir jetzt gerne einen Kommentar reinschreiben mit Hashtag oder Raute TBC und dahinter, worauf ihr euch eigentlich am meisten in Burning Crusade freut. Und dann müsst ihr noch, sehr wichtig, diesen Kanal hier abonniert haben. Dann macht ihr quasi beim Gewinnspiel mit. Ich werde dann den Gewinner persönlich anschreiben. Es werden sehr, sehr viele Videos für Burning Crusade kommen. Ich habe damals schon Burning Crusade gespielt, war ein leidenschaftlicher Arena-Spieler und habe unglaublich viel geplant an Videos. Von daher würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr abonniert, einen Kommentar schreibt und einfach beim Giveaway mitmacht. Jetzt fangen wir an mit dem Leak und wichtig an der Stelle, ein Leak ist immer halt ein Leak auch. Von daher, es muss nicht unbedingt so kommen, wie wir das heute hier in dem Video besprechen werden. Der ehemalige Nostalrius-Developer Nano hat auf Twitter schon vor einigen Tagen so ein bisschen was angedeutet, dass in der Richtung was kommen könnte. Und jetzt hat StaySafe, ein amerikanischer Streamer, quasi ein Video rausgehauen, wo er quasi die genauen Daten bekannt gegeben hat und ich werde das hier auch direkt mal einblenden. So, und was ist denn jetzt der eigentliche Leak? Also, wir fangen mal chronologisch an. Die Burning Crusade Beta soll Mitte Februar beginnen. Das würde Sinn machen, weil Mitte Februar eben auch die BlizzConline stattfindet, die digitale BlizzCon, die quasi im nächsten Jahr stattfinden wird, vom 19. bis 20. Februar. Und es würde natürlich absolut Sinn machen, dass man auf der BlizzCon Burning Crusade groß öffentlich ankündigt und eben dann quasi auch anschließend direkt die Beta startet. Der TBC 2.0 Pre-Patch soll am 14. April kommen. Das war quasi ein Patch, der damals auf den Classic-Servern gekommen ist, einen Monat bevor dann der eigentliche TBC-Release gekommen ist. Dort war das Portal noch nicht geöffnet, aber man hat zum Beispiel schon 9 Talente bekommen. Man konnte anscheinend schon in die Arena rein, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht mehr. Man konnte sich das Rang 14-Gear für dann die neue Ehre-Währung kaufen, also auch ganz spannend eigentlich. Und es wäre eventuell eine Chance für Blizzard, wenn sie wirklich diesen Pre-Patch quasi am 14. April schon machen würden, dass man die Draenei und die Blutelfen schon spielbar macht, dass die Leute quasi da schon ihre Chars auf Level 60 hochleveln können. Das war im originalen Burning Crusade nicht der Fall. Da konnte man die quasi dann erst mit dem tatsächlichen Release hochleveln. Das wäre hier eine Möglichkeit, ist noch unklar, ob es kommen wird. Generell, dass ein Pre-Patch kommen soll, ist erstmal ein Hinweis auch darauf, dass wir wahrscheinlich keine frischen Burning Crusade-Server bekommen. Also quasi für die Leute von euch, die sich von 1 auf 70 oder von 58 auf 70 gefreut hatten, auf komplett frischen Servern, ohne Gold, ohne Items und so weiter, ohne Vorgeschichte. Die werden vermutlich eher enttäuscht. Das habe ich auch schon so ein bisschen vermutet. Der Pre-Patch würde nämlich entweder auf den aktuellen Classic-Servern aufgespielt werden können. Und ein paar Wochen später gehen wir dann quasi in die Outlands rein. Oder aber, und das ist noch offen, vielleicht können wir auch auf neue Burning Crusade-Server transferieren mit unseren aktuellen Chars. Und auf diese neuen Server kommt dann eben der besagte Pre-Patch. Das wäre eine andere Möglichkeit. Ja, ich denke, die genauen Details werden dann auf der BlizzCon im Februar bekannt gegeben. Und am 4. Mai ist dann quasi der globale Release von Burning Crusade Classic. Und dann können wir alle endlich in die Outlands durchs dunkle Portal gehen und unsere Chars auf Level 70 leveln. Ja, zusammenfassend kann man sagen, auf den ersten Blick hat es sich für mich ein bisschen früh angefühlt, Anfang Mai. Ich hätte eher so mit Juni oder sogar Juli gerechnet. Aber letztendlich, ich glaube, ein Großteil der Classic Community ist schon relativ froh drüber, dass sie so langsam wissen, wie die Reise weitergeht. Viele finden den Naxxramas Grind auch gerade eher etwas ermüdend. Und das Problem ist halt einfach, dass man das Gear ja danach nicht in einem weiteren Raid verwenden kann, weil dann einfach Classic zu Ende geht. Und ich glaube, deswegen ist es so overall eigentlich relativ gut, dass es dann doch zeitnah mit Burning Crusade weitergeht, damit die Server auch nicht zu sehr absterben und sich die Leute quasi einfach jetzt so in ihre Burning Crusade-Vorbereitungen begeben können. Ja, und auch während der Beta, die quasi Mitte Februar ja starten soll, finde ich es auch sehr schön,
dann kann sich wieder so ein richtig schöner Hype entwickeln, wie bei Classic eben auch. Die Leute haben Vorfreude aufs Spiel. Ihr könnt euch Videos hier auf YouTube anschauen. Wie gesagt, da wird ja sehr viel kommen von mir und anderen YouTube-Kollegen auch. Die Umfragen von Blizzard, wenn wir uns die auch nochmal kurz in Erinnerung rufen, die von Blizzard gestellt worden sind, deuten zudem auch darauf hin, dass wir eben mit unseren aktuellen Charts in irgendeiner Art und Weise in Burning Crusade reingehen können. Was ich auch mittlerweile echt von vielen gehört habe, dass einfach auch der Wunsch ist so, dass man seinen Charme mitnehmen kann, kann ich auch verstehen. Nach anderthalb Jahren Classic hat man einfach auch eine Bindung zu seinen Charts aufgebaut und möchte die halt dementsprechend auch mitnehmen. Die Frage, die bleibt, ist, ob es quasi einen Gold Cap geben wird, mit dem man in Burning Crusade reingehen könnte. Das wäre natürlich deutlich einfacher umzusetzen, wenn man auf neue Server transferieren muss, wo man dann quasi nur gewisse Goldmengen mitnehmen kann. Wenn es auf den aktuellen Servern weitergeht, stelle ich es mir eher schwierig vor. Wäre aber vielleicht nochmal interessant, um einfach, ja, es ein bisschen schwieriger zu machen, am Anfang die Flying Mounts und andere Errungenschaften zu bekommen. Ja, ich persönlich freue mich unglaublich auf TBC und bin einfach sehr, sehr froh, dass die Reise in diese Richtung weitergeht. Ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn Burning Crusade nicht gekommen wäre, ich hätte nicht so wirklich gewusst, was ich auf YouTube hätte machen sollen, was ich hätte spielen sollen und so weiter. Ja, es gibt für mich noch keine wirkliche Alternative im MMO-Bereich. Von daher, ich bin unglaublich glücklich, wirklich, dass es mit Burning Crusade weitergeht. Ich freue mich ungemein auf die Arena, wirklich. Also Arena ist einfach, wir werden so eskalieren auf Twitch mit der Arena, Leute. Ich habe richtig Bock. Ja, macht gerne beim Giveaway mit, Leute. Das heißt, abonniert unbedingt diesen Kanal, um auch für weitere Videos up-to-date zu sein. Und schreibt mir Raute TBC in die Kommentare und worauf ihr euch am allermeisten freut, Leute. Ich bin extrem gehypt. Bis zum nächsten Video. Und by the way. Ihr wisst nicht, was euch erwartet.